Glück auf und hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Combat Mission Battle for Normandy. Wir machen heute direkt weiter. Ich denke, so langsam brechen wir den feindlichen Widerstand an. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Wir springen direkt rüber auf die Karte nach natürlich dem Rückblick und dem Intro und sehen zu, dass ihr heute die Zeit effektiv nutzt, um dem Gegner ein paar auf der Mütze zu geben. Bis gleich. Nun gut, wir fangen hier auf der linken Seite an, weil das ist relativ safe. Wir sehen, was hier los ist. Hier haben wir Feind im Gebäude. Genauso haben wir hier Feind in der Hecke. Unser MG ist noch nicht deployed. Sind aber dabei. Wir geben denen schon mal eine Richtung. Und vermutlich sollten die das halt noch zeitnah hinbekommen? Hier wollen wir jetzt aber nichts überstürzen. Weil ich sicher sein will, jetzt hier nicht doch noch was hockt. Dafür werden wir hier zusehen, möglichst schnell die andere Seite der Bocage zu kommen. Und von hier aus dann auch Feuer aufzubauen. Damit wir so schnell wie möglich da den Gegner vernichten. Wir haben hier noch AP und Kanistermunition. Wir versuchen da in die Bocage ranzufahren. Pionier-HQ nachziehen. Im Eilverfahren. Und hier unsere Verwundeten bergen. Zeitgleich die Jungs nachbringen. Viel Feuer aufbauen. Der Mörser ist leer. Das macht nichts. Wenn wir mal zusehen. Vielleicht mal in die Richtung hier feuern. Auf ihn nicht gerade schießen.
damit vorgehen. Ich sag denen lieber, dass sie auf Rückseite, wer weiß, was sie sonst machen. Und dann ihr das MG vorbringen ins Gebäude. Den Feuerbefehl löschen wir, splitten die Teams. Hier wird ja jetzt recht viel Feuer angebracht. Und das heißt, wir bringen die Teams hier rüber erst einmal in das Gebäude. Dieses Gebäude. Einfach nur, weil ich die danach nachbringen will. Ich möchte also mit den Jungs hier an diese Gebäude ran. Noch zusätzlich. Da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Hier haben wir das Sturmelement. Weiteren Durchgang durch die Bocage gibt es, glaube ich, nicht. Möchten wir darüber bringen. Kurze Zeit da hinten hinfeuern, einfach weil ich sicher sein will. Dass wenn da was ist, dass sich das aufmerksam macht. Sonst sind wir da gleich gut aufgestellt. Die sind wieder dismounted. Dann haben wir hier noch einen Ammo-Trupp. Den müssen wir nachziehen. So. Ja, und ich würde sagen, damit lassen wir den ersten Zug erstmal einmal laufen. Irgendwas wird schon passieren.
Ja gut, damit hat sich die heutige Mission dann auch erübrigt. Ja, schade. Ging jetzt doch schneller als erwartet. Wir haben tatsächlich in dieser Mission mehr Federn gelassen, als wir ursprünglich wohl erwartet hätten. Also wir sehen, wir haben 31 Mann tot, beziehungsweise ausgefallen. Davon sind 17 Mann tot und 14 Mann verwundet. Wir haben einen Panzer verloren und einen Jeep. Demgegenüber stehen 53 Mann beim Feind ausgeschaltet, 6 Mann gefangen genommen, 12 Mann sind immer noch okay, keine Fahrzeuge ausgeschaltet, dafür ein Infanteriegeschütz und eine Pack. Also wir haben hier gut Federn gelassen. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal angucken auf der Map, dann sehen wir, dass einfach auch nicht mehr viel vom Gegner jetzt da war und wir in überwältigender Stärke vorhanden sind. Wir sehen also, hier haben wir ja jetzt in der Runde den zweiten Mann von dem Trupp noch ausgeschaltet und dann gäbe es noch den dritten hier in dem Gebäude, das MG nicht deployed. Dann gibt es hier noch die Reste von der Packbesatzung, auch ein Mann schon verwundet. Hier drüben. Den Snipper haben wir ausgeschaltet, dafür der MG-Schütze. Aber die auch Panik, weil wir natürlich auch die ganze Zeit weiter in das Gebäude hämmern. Hier hinten haben wir das MG, das die beiden Jungs hier ausgeschaltet hat. Ist aber auch schon zurückgewichen. Die hätten jetzt aber auch keine große Chance mehr gehabt, irgendwo hinzukommen, weil wir ja jetzt auch dabei waren, hier vorzugehen. Wir haben hier den Bereich abgeschnitten. Also auch hier nicht viel Rückzugsmöglichkeiten. Und dann hätten wir jetzt hier noch einen Trupp gehabt von der ersten Gruppe. Ja. Aber wir sehen keine HQ-Elemente mehr am Leben. Ja. Eigentlich kaum reelle Kampfkraft noch vorhanden. Also hier etwa reine Infanterie noch in Gruppenstärke. Dann noch schwere Waffen. Zwei Trupps, die hätte man zu einem Trupp zusammenfassen können und dann halt noch von der schweren Waffe, von der Pack quasi die Besatzung, zwei Mann. Hier also keine große Gegenwehr mehr möglich. Ich denke, das ist richtig, hier dann in dem Moment aufzugeben. Zeigt aber wieder eins der Probleme, die ich immer wieder habe. Wenn die Missionsziele so in einer Ecke drin sind, kommt es gerade, wenn man so wie wir stärketechnisch hier weit überlegen sind, selten tatsächlich zu der Einnahme der Objectives. Meistens ist es eher eine übergeordnete, sage ich jetzt mal, ein übergeordnetes Ausschalten des Gegners, selbst wenn man es gar nicht vorhat. Selbst wenn man es nicht vorhat, alleine aufgrund der Größe mussten wir ja hier quasi uns auffächern. Und alleine dann wäre es zwangsweise dazu gekommen, den Gegner hier aufzureiben. Das ist, was ich immer wieder sage. Raum nach hinten bei den Objectives. Ich nehme jetzt hier bei der Kampagne, nehme ich das nicht ganz so ernst, weil Battle for Normandy ist ein sehr alter Teil. Die Kampagne ist alt. Und dementsprechend waren technisch damals die Möglichkeiten auch teilweise noch nicht so da. Deswegen, die kleineren Maps sind hier verzeihlich. Die Objectives halt, wie gesagt, dann hat ja der gute Fussepulli schon mal gesagt, es ist möglich, Einheiten zu setzen, die nie auf der Karte erscheinen. Ich meine, der Gegner kriegt ja hier schon einen Bonus, damit man die Mission nicht einfach vorzeitig beendet, aber wir kommen ja auch gar nicht in den Geschmack, weil wir eigentlich immer erst in die Ziele reinrücken, außer natürlich bei Verteidigungsmissionen. Also hier wieder ganz klar, wir hätten nie die Chance gehabt, tatsächlich hier die Ziele einzunehmen. Dann hätten der Gegner wirklich hier auf diese Höhe zurückfallen müssen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil natürlich flankieren wir hier. Alleine aus Gründen der Menge an Einheiten. Es ist ja nun mal so, wie gesagt, auffächern mussten wir. Was denke ich ansonsten über die Mission? Spannend, gut. Wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, ich mag diese infanteriefokussierten Gefechte, die sind sehr, sehr schön, die machen Spaß. Ich finde, da skaliert Combat Mission auch wirklich sehr, sehr gut, gerade auch in den Zweiten Weltkriegsteilen.
Wir sind hier schon ein wenig zu stark. Ich denke, das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass wir relativ wenig Einheiten verloren haben. Aber dafür, wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben einen M8 ist liegen geblieben wegen Kettenschaden. Jetzt haben wir den zweiten M8 verloren. Das heißt, es könnte uns auf die Füße fallen. Hier einfach Pech gehabt. Ja, das Infanteriegeschütz hat einen super Schuss gesetzt. Die Position vom Infanteriegeschütz habe ich nicht erwartet. Ne? War einfach Pech an dieser Stelle. Und wir hätten Glück haben können, dass der erste Schuss daneben geht. Ist er nicht. Ist einfach so. Am Ende des Tages, auch der Gegner will gewinnen. Und wir haben schon Glück gehabt, dass die Pack hier nicht frühzeitiger was gefunden hat. Finde ich auch tatsächlich ein bisschen schwierig, warum die Pack in diese Richtung ausgerichtet ist. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass sie hier irgendwie die Straße runter sichert. Gerade dieses Straßenkreuz. Oder vielleicht auch hier hinten positioniert ist. Aber gut, der Missionsbauer wird sich was dabei gedacht haben. Ansonsten, ich bin ganz froh, wenn diese Kampagne vorbei ist, weil Bocage so langsam mir auf den Nerven geht. Wir hatten hier relativ viele Durchgänge, es war so kein Labyrinth. Das ist, aber die Sicht, die die Einheiten haben, die ist bei einer Bocage immer sehr tricky. Das ist immer sehr, können Sie jetzt da durchgucken, können Sie da jetzt nicht durchgucken, ist ja irgendwo auch authentisch. Ne, nicht durch jede Hecke kann man vernünftig durchgucken und durchschießen. Und Bocage ist nochmal eine Nummer schlimmer, deswegen vollkommen okay, keine Kritik hier. Es ist einfach, ich möchte da nochmal wieder was anderes sehen. Die Kampagne geht noch eine ganze Weile, also da keine Sorgen. Ich habe auch nicht vor, die vorzeitig abzubrechen. Läuft weiter und wir werden morgen dann auch mit der nächsten Mission weitermachen. Nichtsdestotrotz, irgendwann sagt man halt auch mal, ja, okay, ne, da hätte ich jetzt schon lieber mal wieder ein anderes Setting. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ansonsten fand ich die Mission sehr, sehr gut. Feindstärke vielleicht ein wenig niedrig. Ja, ich weiß aber nicht, ob das auch eine Einheit ist, auf die wir schon im Rahmen der Kampagne gestoßen sind. Ich glaube aber beinahe nicht. Und ja, unsere Pioniere haben wir wieder ein wenig gelitten. Aber ja, Pech gehabt, ne? So ist es nun mal. Wir hoffen, dass sie halbwegs aufgestockt werden. Aber die haben schon einen guten Job gemacht. Die haben schon einen guten Job gemacht, dafür, dass sie so zerschossen worden sind. Und da bin ich auch happy mit. Also Pioniere bei jetzt ungefähr ein Drittel Verlust. Aber gut, wir haben fast alle Verwundeten aufgenommen. Hier jetzt halt nicht. Der eine liegt da jetzt noch. Aber fast alle. Und damit würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Schauen mal, was die nächste Mission uns morgen dann zeigt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt wie immer bis denn dann. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.